Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder billig gegen teuer. Diesmal geht es um eine Rennzündung oder Racingzündung. In Zahlen heißt das wieder, für diese Racing-Innenrotorzündung aus China habe ich 24 Euro inklusive Versand gezahlt. Und das ist die ultimative Innenrotorzündung für jeden, der schon mal High-End gefahren ist. Von Celetra hergestellt, die Malossi Innenrotorzündung für geschmeidige 372 Euro. Jetzt packe ich mal die billige aus und wir vergleichen mal, was man so für seinen Preis, für das Geld bekommt. So, da ist schon mal eine Anleitung dabei. Da steht, wie man das ganze Zeug anschließen kann. Und da steht jetzt schon mal, dass sie bloß bis 15.000 Umdrehungen in der Minute ausgelegt ist. Mehr schafft sie nicht. Hingegen die Malossi schafft natürlich bis zu 20.000. Das ist schon mal ein Unterschied. Jetzt packe ich mal das Ding aus. Angeblich hat die auch zwei Zündkurven, die man mit verschiedenen Kabeln wählen kann. Das ist zum Beispiel ein Vorteil, das hat die Malossi leider nicht, aber die Malossi passt natürlich den Zündfunken so an, wie sie braucht, und die hat halt wahrscheinlich einen festen. Das ist wieder ein Nachteil im Vergleich zur Malossi. So, packen wir den Rotor auch mal aus. Was mir jetzt hier gefällt, ist, dass der Rotor kleiner und leichter ist. So, der Nachteil ist aber leider, dass man diese Zündung hier sich anpassen muss. Also die haben einfach hier bloß einen Konus reingefräst und ihr müsst das selber etwas anpassen, dass es auf eure Kurbelwelle passt. Genauso müsst ihr natürlich auch die Grundplatte anpassen, weil das einfach ein Universalteil ist. Und die Malossi könnt ihr halt produktspezifisch direkt für euren Roller kaufen. Ja, ansonsten, klar, die Verarbeitung ist alles um einiges billiger natürlich als bei der Malossi. Ne, wenn man das hier anschaut, ein billiges Plastik. Aber wir werden sie natürlich testen, wie die läuft. Keine Ahnung, werden wir einfach mal auf irgendeinen Roller schrauben. Bei der Malossi wissen wir ja, wie die läuft. Das ist eine der besten Zündungen, die es gibt. Die wird ja überall verbaut, in Karts, in Schaltmopeds, egal was. Nicht umsonst ist die Malossi eine der besten und beliebtesten Zündungen und natürlich ist sie auch mein absoluter Favorit. Die ist einfach 100% durchdacht. Hergestellt wird sie ja von Malossi gar nicht, sondern von Celetra. Celetra ist der Hersteller dieser Zündungen und Malossi vertreibt die nur. Es gibt ja auch noch die Italkit-Zündung, die ähnlich zur Malossi ist und sich dann nur in der CDI unterscheidet und einen starren Zündzeitpunkt hat und nicht wie die Malossi den selbst berechnet. Das finde ich halt so richtig geil. Die verstellt den Zündzeitpunkt so, wie es eurem Motor hilft beim Beschleunigen. Von früh nach spät. Also, ja, ihr wisst, was ich meine. Und die hier hat vermutlich dann nur einen starren Zündzeitpunkt, den sie einfach einhält und hat dafür halt zwei verschiedene Zündkurven. Bevor jetzt der eine oder andere wieder aufschreit, dass die eigentlich nur für Viertakter gedacht sind. In der Produktbeschreibung steht, dass die auch für Zweitakter gedacht sind. Das werden wir natürlich ausprobieren. Ich werde beide Zündungen vielleicht mal irgendwie auf einem Testroller auf dem Prüfstand miteinander vergleichen und dann kann ich euch vielleicht aussagekräftige Ergebnisse dazu liefern. Aber es wird auf jeden Fall ein spannender Test, glaube ich. Ihr könnt wie immer gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal mit solchen Teilen hier Erfahrungen habt oder wie ihr die Malossi findet. Ansonsten könnt ihr dann natürlich auf das Testvideo gespannt sein, wenn wir die zwei Sachen miteinander vergleichen. Ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald.